Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von King of the Kill. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist und wieder mit eingeschaltet hast. Ich frage mich, wer mich hier gerade schlägt im Hintergrund. Ach ne, okay. Nicht mich. So, letzte Runde war super spannend. Wir haben einen umgebracht. Wir sind mit dem Polizeiauto. Ich habe schon überlegt, euch vielleicht die Sirene anmachen, ne? Naja, man lebt ja nur einmal. So. Ja, ich bin gespannt, wie es diesmal wird. Ich hoffe, wir stecken dann nicht in so einer Stadt fest. Ich fand es ziemlich beklemmend, diese große Stadt und alles solche hohen Holzzäune, wo man nicht drüber kam. Und ich fand immer keinen Ausweg. Wenn da jetzt wirklich das Gas kommt, bist du echt am Arsch, ganz ehrlich. Ja, drückt mir die Daumen, dass wir endlich mal King of the Kill werden. Ich habe euch gesagt, ich spiele das so lange, bis ich es mal werde, gell? Aber wenn ich heute oder morgen irgendwann werde, heißt das nicht, dass ich dann aufhöre mit dem Spiel. Ich spiele dann trotzdem noch weiter. So, na, ich bin hier spannend. Ach, die Männer sind so schick, wenn sie so eine rote Strampelhose anhaben. Ich frage mich, warum? Es ergibt keinen Sinn, wenn ich einen neon-pinken Overall anhab oder eine neon-blaue Leggings. Ich sehe die doch 10 Meilen gegen Wind. Das ist doch albern. Ich würde mir doch einen Tarnsuit holen, den ich anziehe. So, da ist einer. Da ist keiner. Da ist einer. Oh Gott. Ich will da unten hin. Da. Los! Tyrannimo! Komm nicht gegen die Bäume, bitte. Mach auf! Okay, was haben wir hier? Ein Halstuch, ein Helm. Immerhin schon mal eine Pistole, die laden wir mal. Besseren Rucksack. Das heißt, wir nehmen also die Munition noch mit. Die Granate nehmen wir mit. Okay, noch eine Granate. Mir wäre es aber lieber, ich würde mal noch eine andere Waffe finden, außer eine Pistole. Ich weiß ja nicht, wie ihr das so seht. Rucksack. Hallo? Ziemlich verarschen. Oh. Leute. Oh mein Gott. Explosion. Oh, hier. Okay, erstmal ganz kurz in die Ecke setzen. Nachladen. Ein Molotow-Cocktail. Wow. Hatte ich noch nie. Na, erstmal machen wir hier zu. Können wir Feuerlöscher mitnehmen? Ne. Im Nahkampf. Erstmal voll einsprayen. So, ich guck mal kurz auf die Karte. Okay, wir müssen rennen, Leute. Rennen, 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 rennen. Wir müssen nach Westen. Gibt's hier ein Auto? Fuck. Ich kann ja jetzt nicht alles nach Westen rennen. Ach du großer Gott. Deshalb ist hier auch keiner. Ach du liebe Zeit, ist das weit. Ja, na, wir marschieren. Vielleicht finden wir ja auf dem Weg einen Quad oder so.
Als ob der mich. Ich, also, an die letzte Folge muss ich gerade noch mal denken. Weißt du, als ob der mich dann von 100 Leben auch gleich runterholt, ne? Ey, übel. Und der hat dann auch nichts Besseres zu tun, wie erstmal zu meiner Leiche zu rennen, anstatt sich hinzusetzen und 5 Sekunden irgendeinen Verbandskasten zu nehmen. Es ist mir unbegreiflich. Ich habe den voll getroffen und da willst du mir jetzt erzählen, dass der einen Schuss bei mir macht und bringt mich natürlich völlig um, ne? Und ich hätte mich auch nicht hinlegen können, weil ich den dann nicht mehr sehe über den Berg. So, wir gehen heute mal joggen. Ja, na, wie war euer Tag so? Wir wollen heute joggen. Wir haben einen ganz schön weiten Weg zu gehen. Ja, weißt du, das ärgert mich so ein bisschen voll mit dem im Gras. Hier ist ein schöner Wald, hier wird gerne liegen bleiben, was nicht geht. In die Stadt gehe ich bestimmt nicht, weil ich da nicht wieder lebend rauskomme. Ich finde auch, die Städte sind so verwirrend. Diese hohen Zäune und ich weiß dann immer gar nicht, was ich da machen soll. Ist das ein Knast? Ein Gefängnis? Oh, ich dachte, da steht einer. Gott. Ja, tatsächlich ein Gefängnis. Oh Gott. Ey Leute, wir schaffen das nicht. Toll. Mitten auf dem Berg, ey, wie so eine Orgelpfeife zum Abschießen bereit. Was G7, F7, ja, ins E7 müssen wir. Ja, toll, Gas kommt und ich bin noch lange nicht in der Safe Zone. Verdammt, ey. Na, Maya stürzt sich lieber über den Berg. Aber das ist der kürzeste Weg. Ich kann es ja nicht ändern jetzt. Ich laufe da nicht den Berg drum rum in der Zeit. Bin halt irgendwie etwas blöd gelandet. Ich bin immer noch in der F7, ne? Die ganze G7 muss ich noch. Ach so. Ach. Okay, Leute, wir kommen dahin. Wir schaffen das. Ich habe ein bisschen Angst. Ich weiß, es ist nicht spannend, aber ich komme sonst nicht in die Safe Zone.
F7 immer noch. Müssen die eh kommen. Kommt das Gas? Oh mein Gott. Und schön übers freie Feld. Ja, ich muss aber jetzt direkt nach Westen. Ich kann jetzt hier keinen Umweg machen. Das Gas kommt. Ah, ich bin drin. Ich bin drin in der Safe Zone. So, hat's doch noch kein Ende? Habt ihr schon gefreut, hä? Ich laufe einfach weiter nach Westen. Stellt euch mal vor, da wird es jetzt noch an Ausdauer fehlen. Dass ich nicht so weite Strecken rennen darf. Moment. Wo? Danke. So, wir müssen immer weiter nach Westen.
Ich muss eigentlich genau über den Berg. Und ich kann doch nicht über den Berg hopsen, das sieht ja jeder. Da fährt einer. Soll ich mal drauf schießen? Oh. Ballistische Kurve, ne? Müssen wir vielleicht auch noch beachten. Das bedeutet aber jetzt, dass ich hier lang muss. Ah, die geben sich da oben im Fight. Cool. Und wo machen wir da jetzt lang? Nach Norden, eigentlich nach Nordwesten, nach da, wo die sind. Oh, Peaches! Meine Güte, ist gerade ganz ungünstig. Die Gaswolke kommt und wir sind nicht drinne. Kontinence. Lol. Wie dumm. Die zwei Polizeiautos haben sich erstmal überschlagen. Kannst du mich mal am Arsch lecken? Ich muss nach Nordwesten. Sorry. Ich muss mich verbinden. 69, 68. Tut mir leid, ich muss aber auch ein bisschen fahren. Scheiße, wir müssen nach Norden. Direkt nach Nordwesten. Erst in die Safe Zone und dann verbinden. Okay, jetzt direkt nach Westen. Kurve! Oh, ist nicht so eine scharfe Kurve. Oh Gott. Ich will da oben in den Wald. Kurz Tabulator, Schlüssel wegnehmen, aussteigen. Ist mit dem Polizeiauto mit der nee, egal. Ich bin jetzt 14. wie immer halt, ne? Ja, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war jetzt echt sehr bereichernd. Ich würde mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dann sage ich Tschüssi, eure Namaya.